Ein kleines Jubiläum konnte am 7. November 2019 in der Industrie- und Handelskammer Magdeburg begangen werden, denn schon zum 10. Mal fand hier das Versicherungsvermittlerforum statt. Zahlreiche Versicherungsvertreter, Makler und Fachleute hatten sich im Tagungszentrum der IHK zum gemeinsamen Erfahrungsaustausch eingefunden. Jedes Jahr ein willkommener Anlass, vielleicht auch mal andere Perspektiven auf gewisse Sachverhalte geboten zu kriegen. Uns geht es hauptsächlich darum, dass man auch mal ein paar Informationen von der IHK hier bekommt und nicht immer nur die Informationen vom Unternehmen halt eben direkt, sondern hier lerne ich auch mal, sage ich mal, Mitstreiter kennen, die nicht unbedingt bei uns im Unternehmen, also sprich bei der AXA, arbeiten halt. Ne? Die Themen waren dabei vielfältig. Nach einer kurzen Begrüßung durch IHK-Präsident Klaus Olbricht und Jens Warnke, den Vorsitzenden des BVK e.V. Regionalverband Ost, ging das Wort an Nils Sandfoss. Er informierte über Förderprogramme der Investitionsbank Sachsen-Anhalt, die für die Versicherungsvermittler und ihre Tätigkeit relevant sind. Dann war es an Rechtsanwalt Matthias W. Kroll, einen Einblick in das Geldwäschegesetz zu geben und auf was gerade Versicherungsvermittler hier achten sollten. Ich fand es ganz gut, dass ein Anwalt mal aus einer anderen Blickrichtung, sag ich mal, wie ein Vermittler das sieht. Rein vom Fachlichen war nicht viel Neues dabei, muss ich sagen. Aber wie gesagt, weil ich komme ja mein Leben lang, seit 20 Jahren nur in Organisationen gearbeitet sozusagen. Aber das war jetzt ja mehr für den Freischaffenden sozusagen, für den freien Vertreter, war das schon mal ganz sinnvoll. Nach einer kurzen Pause stand dann ein Blick auf die Zielgruppe der Zukunft an, die Generation Z. Die aktuell heranwachsende Generation erreicht langsam volljährig und Selbstständigkeit und wird damit zum potenziellen Versicherungsnehmer. Doch, das ist schon so, aber ich versuche dort dann an einen jüngeren Kollegen im Normalfall abzugeben, weil ich der Meinung bin, dass Jünger mit Jünger besser kann, langfristig gesehen. Dabei gibt es ein paar einfache Wege, um die junge Generation zu erreichen, wie Grit Vetter, Diplom-Betriebswirtin und Business-Coach, verriet. Als Kunde muss ich sie begeistern können, also dass sie Dinge erleben können, anfassen können, anschauen können, und die Dinge müssen also auch glaubwürdig rüberkommen. Das heißt, ich brauche also Leute, die als Meinungsführer agieren und die bei dieser Zielgruppe auch einen hohen Stellenwert haben und denen sehr einfach und sehr gut bebildert auch beibringen können, was Produkte leisten können. Nicht nur solche Tipps für die Zukunft sind gute Gründe, auch im nächsten Jahr das Versicherungsvermittlerforum der IHK zu besuchen. Die Vernetzung ist gut. Ja, wie gesagt, ich hatte schon 2-3 Kollegen jetzt getroffen aus der Vergangenheit, die ich schon seit 5, 6, 8 Jahren nicht mehr gesehen habe. Und allein das ist schon wert, hier jedes Jahr herzukommen. Die Vernetzung, Sie kennen ja das Sprichwort, Vernetzung schadet nur dem, der sie nicht hat. Ne? Und allein aus dem Grunde sollte man schon an dieser Veranstaltung teilnehmen.